Wir haben schon noch ein bisschen Geduld, he? Ja. Wir sind eigentlich so weit ready. Die Koffer sind mehr oder weniger gepackt. Ja, es ist tatsächlich passiert. Wir sind gestern ins dritte Heim zum ersten Vlog im neuen Jahr. Ja, wie ihr seht, sind wir immer noch zu zweit unterwegs. Mhm. Aber es könnte eigentlich jeden Moment so weit sein. Wir sind eigentlich ein bisschen darauf warten, bis es losgeht. Ja, aber jetzt denke ich, wir starten jetzt auch mal mit dem ersten Weekly-Vlog. Hier im 2023. Wir haben mega Lust drauf und sind ja, gespannt, was da alles zusammenkommt. Wir denken, wir nehmen euch einfach mal ein bisschen mit. Genau. Vielleicht habt ihr ja das letzte Video auch schon gesehen. Dort haben wir euch noch also wirklich mal ein grösseres Live-Update geben, was so die letzten 12 Monate bei uns gegangen ist, was ihr da noch nicht gesehen habt. Ich nehme es hier oder da, findet ihr den Link dazu. Genau. Genau, da sind wir auch wieder auf dem neuesten Stand und wissen eigentlich, um was das jetzt denn da bei uns geht. Dass ihr eben das File nehmt, das ausfüllt, oder? Und dann könnt ihr es uns eigentlich immer geben oder mehr zum Review, oder? Ich kann drüber schauen und dann sehe ich, ah, fehlt vielleicht noch eine Szene, funktioniert das Video so, muss man noch irgendwie etwas ergänzen und ja. Wir uns auch, mega. Bin gespannt. Hey, also sagst du Frank auch lieben Gruß und bis bald. Ja, wie ihr seht, bin ich nochmal im Büro, währenddem das Melli die Hei noch ein bisschen Zeit totschlägt, also ja, so kann man es glaube ich schon nicht nennen. Sind wir flüssig auf die Geburt vorbereiten. Ich mache halt so die Sachen, die ich im Büro noch gemacht habe, falls es dann jetzt bald wieder losgeht, damit ich dann die ersten Tage sicher kann wegbleiben von hier. Und Melli schaut zu Hause. Sind eigentlich so weit ready. Koffer sind mehr oder weniger gepackt. vielleicht trinkt Melli dann nachher noch irgendwie so einen Tee. Himbeerblätter oder so, so scheint es irgendwie wehfördernd. Und ja, dann schauen wir mal, ob das kleine Ding schon bald kommt. Gut.
Ja, es ist tatsächlich passiert. Wir sind gestern ins dritte Haus gekommen. Wenn nur nicht gedacht, dass sie so viel Haar hat. Annika. Ja, nein, wir haben am Donnerstagabend tatsächlich das Gefühl gehabt, es geht jetzt gerade los. Wir haben auch wirklich alles probiert. Himbeerblättertee, scharfe Suppe. Wir sind sogar noch auf den Alpenzeiger raufgelaufen. Weil Stegenlaufen scheint sie auch wie fördernd ist. Und ja, tatsächlich hat Meli plötzlich das Gefühl gehabt, auch mal, es könnte, glaube ich, losgehen. Ich glaube nur, also nicht glaube, es war nur ein Fehlalarm gewesen. Und dann bei der Frauenärztin gestern noch ein CTG gemacht. So ein Wehenschreiber, der halt schaut, ob es dem Kind gut geht und überhaupt schon Wehen rum sind. Und also ja, dem Kind geht es gut, aber Wehen sind noch keine rum. Darum heisst es, dass ja, das weiterhin noch ein bisschen gedulden. Und damit uns die Zeit ja, nicht so lange vorkommt, haben wir uns dafür hier Nika ins Haus geholt. Also jetzt einfach für eine Nacht jetzt bei uns gepennt und heute gehen wir noch ein bisschen spazieren und ja, geniessen noch ein bisschen die Stunde, die wir jetzt noch haben. Ja, Nika, gehen wir ein bisschen raus nachher. Ja, schon richtige Frühlingsvibes. Hä? Ja, herrlich. Irgendwie bin ich jetzt schon noch ein bisschen am Geniessen, dass wir einfach hier so können spazieren. Wobei das wahrscheinlich etwas, was wir nachher auch noch genug werden machen. Ja. Nein, irgendwie habe ich fest damit gerechnet, dass ja, das am 6.1. kommt. Weil das wäre noch ein recht cooles Datum. Ich am 1.6. Geburtstag. Meli am 6.11. und dann hat irgendwie 6.1. hat noch gut gepasst. Aber ja, du. Wir mögen uns schon noch ein bisschen gedulden, hä? Ja. Siehst du mich auch schon so? Hm? Ja, ich möchte mich wagen. Ja. Ich sehe mich mit dem Mama-Board. Mama-Board? Ah ja, stimmt. Nein, ich komme da mit den Skates. Und du bist im Jogger, ich komme mit den Skates. Voll. Das war es vom ersten Weekly-Vlog dieses Jahres. In der nächsten Folge hier auf Storyflow. Meli ist heute Morgen tatsächlich aufgestanden und hat gemeint, es könnten die ersten kleinen Wehen sein. Wir wären ready und ich hoffe, ihr auch. Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen. Geht raus und schreibt eure eigene Geschichte.